Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du mehrere Dateien nach Power BI Desktop importieren kannst und auf was du achten musst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Oft müssen wir Daten nach Power BI importieren, die wir regelmäßig in Form von Excel-Dateien erhalten. Und anstatt nun jede einzelne Excel-Datei für sich zu laden, sehen wir uns nun an, wie du diese automatisch oder auf einmal laden kannst. Dazu sehen wir uns zunächst einmal die Datenbasis an. Wie hier zu sehen, befinden sich nun in diesem Verzeichnis drei Excel-Dateien, die sich vom Inhalt nicht großartig unterscheiden, beziehungsweise nur durch das Jahr. Ein Blick in diese Datei verrät uns, dass der Aufbau sehr einfach gestaltet ist, und zwar mit 8 Spalten mit unterschiedlichen Datentypen. Und in dieser Datumspalte, wie gesagt, befinden sich jeweils unterschiedliche Jahre. Ich schließe nun diese Datei und wechsle nun zurück nach Power BI Desktop. In Power BI Desktop navigiere ich nun im Menü auf Daten abrufen und gelange somit in das Auswahlfenster der möglichen Datenquellen. Darin selektiere ich nun den Ordner, klicke auf Verbinden, kann nun das entsprechende Verzeichnis eingeben, bestätige mit OK und erhalte nun eine Darstellung, welche Dateien sich in diesem Ordner befinden. Und auch hier schön zu sehen, interpretiert Power BI Desktop diese Dateien zunächst, diesen Inhalt als Binary. Ich klicke nun auf Daten transformieren und gelange somit in ein spezielles Menü, in dem ich nochmals Zugriff habe auf die Datenquelle, wie ich diese sozusagen einzeln modellieren möchte bzw. definieren möchte. Dazu selektiere ich nun in der ersten Spalte Content auf dieses kleine Symbol Dateien kombinieren. Darin sehe ich nun den Dateninhalt. Nach Bestätigung sehe ich nun, dass sämtliche darin befindlichen Dateien die Dateninhalte nun sichtbar sind. Wie hier zu sehen, zum Beispiel in dieser zusätzlichen Spalte Source Name, sehe ich nun Sample File 2021 und die entsprechenden Datensätze. Und auch hier sehen wir nun Sample File 2022. Das sieht alles gut aus und kann damit die Datentransformationsdefinition beenden bzw. mit Schließen und Übernehmen speichere ich die Auswahl und erhalte nun im Navigationsbereich der Felder die entsprechenden Attribute und kann das nun ganz einfach überprüfen, indem ich ein schlichtes Säulendiagramm auswähle und darin das Order Date angebe und als Measure die entsprechende Menge. Ich verkleinere noch die Darstellung und wie ihr seht, haben wir nun alle oder den gesamten Dateninhalt dieser drei Dateien nach Power BI geladen. Das kann ich nun erkennen an den unterschiedlichen Jahren und auch den Mengen. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Vorgehensweise mehrere Dateien nach Power BI mit einem Schritt laden. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten
und würde ich mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.